Vor 2 Jahren ungefähr habe ich einen Vortrag gehalten, wie lehrt der Buddha Meditation, und habe anhand der Lehrreden versucht darzulegen, dass der Buddha eigentlich keine Meditationstechniken gelehrt hat, sondern mehr Rahmenrichtlinien gegeben hat, innerhalb derer dann andere Mönche Meditation gelehrt haben oder innerhalb derer viele verschiedene Meditationstechniken möglich sind. Ich habe damals Anapanasati Sutta nur kurz angesprochen und gesagt, die ist so tief und ausführlich und hat viele Schichten, dass man da einen eigenen Vortrag dafür geben müsste. So, das ist jetzt heute. Hat ein bisschen gedauert, aber ist auch gut so. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammam Sanghang Namassami. Evang Bahita Kobikave Anapanasati. Evang Baholikata Mahapalahoti Mahanisangsati. Das war ein Zitat aus der Sutta in der Originalsprache. Übersetzung folgt später. Und noch ein anderes Zitat. Anapanasati. So hat Ajahn Buddhadasa immer seine Vorträge über Anapanasati eingeleitet. Das war einer von 2 großen Lehrern in Thailand, die sehr kreativ an Anapanasati, an die Achtsamkeit auf das Ein- und Ausatmen herangegangen sind. Eine andere war Thampo Li, Ajahn Li, Tumadao. Erstgenannte stammte eigentlich mehr so aus einer Gelehrtenszene ursprünglich und ist dann in den Wald gezogen und hat sich aber sehr kreativ mit der Materie auseinandergesetzt. Und der andere stammte aus einer Bauernfamilie, nehme ich an, hat wenig studiert und hat sich auch kreativ damit auseinandergesetzt. Beiden merkt man ihren Hintergrund an, aber beiden merkt man auch an, dass sie eben mit sehr viel Genialität an dieses Thema herangegangen sind. Und das ist auch etwas, was generell für die Meditation notwendig ist und generell ein Markenzeichen der thailändischen Waldtradition ist, in der wir ja unsere Wurzeln haben. Also die Einstellung, dass man nicht schon alles weiß und nicht schon Bescheid weiß, sondern selber schaut und selber nachforscht und guckt, was funktioniert. Und das ist also eine Herangehensweise, mit der man sich auch dieser Lehrrede nähern kann. Und die Auseinandersetzung mit dieser Lehrrede und was ich heute vortragen will, ist also jetzt nicht ein weiteres Kochrezept für die Meditation oder irgendwelche Schubladen und Regale, in denen man alles einordnen kann, sondern der Versuch auch aufzuzeigen, wie man sich auf geniale Weise mit der eigenen Praxis beschäftigen kann und eben auch an die Lehrreden herantreten kann. So habe ich gehört, einmal hielt sich der Abende bei Savati im östlichen Park im Palast von Megaras Mutter auf, zusammen mit vielen berühmten langjährigen Schülern, dem ehrwürdigen Sariputta, dem ehrwürdigen Mahamoggallana, dem ehrwürdigen Mahakassapa, dem ehrwürdigen Mahakacchana, dem ehrwürdigen Mahakottita, dem ehrwürdigen Mahakappina, dem ehrwürdigen Mahajunda, dem ehrwürdigen Anuruddha, dem ehrwürdigen Revata, dem ehrwürdigen Ananda und anderen berühmten langjährigen Schüler. Bei jener Gelegenheit hatten langjährige Bhikkhus neue Bhikkhus belehrt und unterrichtet. Einige langjährige Bhikkhus hatten 10 neue Bhikkhus belehrt, einige hatten 20, einige hatten 30 belehrt, einige hatten 40 belehrt, und die neuen Bhikkhus hatten von den langjährigen Bhikkhus belehrt und unterrichtet fortschreitende Stufen von großer Vortrefflichkeit erfahren. Das ist schon fast ein subtiler Humor, der da drin steckt. Ich meine, der Buddha hat ja diese Einleitung nicht selber gesprochen, sondern das wurde dann beim ersten Konzil in Rajgir sozusagen von einer Redaktion von 500 Arahants zusammengestellt. Also die Worte, die der Buddha selber gesprochen hat, und diese Einleitungsstory. Und die Absicht, die dahinter steckt, ist schon irgendwie ziemlich deutlich. Das hier ist die ausführlichste Lehrrede, die wir haben über Meditation. Vielleicht zusammen mit Satipatthana Sutta
und fängt an mit, der Buddha war gar nicht der Meditationslehrer, sondern die ganzen berühmten Lehrer, die da waren, die ganzen berühmten Mönche, und die haben alle große Schülergruppen gehabt und die haben denen Meditation beigebracht. Also als ob die sagen wollten, das, was der Buddha hier sagt, so tief wie es ist, ist noch nicht genug, um praktizieren zu können. Das heißt, auf unsere Situation übertragen, es reicht nicht aus, dass wir uns hinsetzen und ein bisschen Lehrreden lesen und glauben, wir wüssten dann Bescheid. Da ist noch mehr erforderlich. Leider haben wir diese vielen berühmten langjährigen Leute, Sariputta, Moggallana, Kacchana und so weiter, nicht mehr zur Verfügung. Wir müssen halt schauen, wie wir zurechtkommen. Da komme ich später nochmal drauf. Bei jener Gelegenheit, dem Uposatha-Tag, am 15. in der Vollmondnacht der Pavarana-Zeremonie, das ist das Ende der Regenklausur, hatte der Erhabene im Freien Platz genommen, umgeben von der Sangha der Bhikkhus. Als er da die schweigende Sangha der Bhikkhus ergründete, richtete er sich folgendermaßen an die Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, ich bin mit diesem Vorankommen zufrieden. Mein Geist ist mit diesem Vorankommen zufrieden. Also bringt noch mehr Energie auf, um das noch nicht Erlangte zu erlangen, um das noch nicht Erreichte zu erreichen, um das noch nicht Verwirklichte zu verwirklichen. Ich werde hier bei Savati den Komudi Vollmond des vierten Monats abwarten. Der vierte Monat der Regenzeit ist die Zeit, in der Katinas gespendet werden, die Zeit, in der Roben gemacht werden. Ja, das ist, hat auch eine gewisse Bedeutung, aber jetzt nicht so sehr mit dem Zusammenhang mit der Lehrrede, dass das hier jetzt genannt wird. Also jetzt nicht so sehr im Zusammenhang mit der Betrachtung des Atems. Aber es wird erwähnt, dass sich dann weitere Bhikkhus auf den Weg machten, um den Erhabenen zu treffen, die eben die Regenzeit woanders verbracht hatten. Und dann kommt es nochmal, langjährige Bhikkhus belehrten und unterrichteten neue Bhikkhus noch intensiver. 10, 20, 30, 40 Bhikkhus. Und die neuen, belehrt und unterrichtet, erreichten fortschreitende Stufen von großer Vortrefflichkeit. Kommt das Gleiche nochmal. Also man kann davon ausgehen, dass das den 500 Arahants, die die Redakteure waren vom Pali-Kanon, schon irgendwie wichtig war, das mal festzuhalten. Diese persönliche Betreuung, die noch dazukommen muss zu den Belehrungen, die der Buddha gegeben hat. Also, Uposatha-Tag am 15. in der Vollmondnacht des Komudi-Vollmonds hatte der Erhabene im Freien Platz genommen, umgeben von der Sangha der Bhikkhus. Als er da die schweigende Sangha der Bhikkhus ergründete, richtete er sich folgendermaßen an die Bhikkhus. In dem Zusammenhang möchte ich euch einmal ein großes Kompliment aussprechen. Als ich vorhin aus meiner Hütte im Wald hierher kam, dachte ich, na, obwohl Leute da sind, es ist alles so ruhig. Und jetzt sind doch eine ganze Menge Leute gekommen. Und der Buddha lobt die Leute auch, seine Bhikkhus. Diese Versammlung ist frei von Geschwätz. Diese Versammlung ist frei von Geplapper. Sie besteht aus reinem Kernholz. So ist diese Sangha der Bhikkhus. So ist diese Versammlung. Eine solche Versammlung, die der Geschenke würdig ist, der Gastfreundschaft, der Gaben, der Ehrerbietung, ein unübertreffliches Verdienstfeld für die Welt, so wie wir das vorhin auch gechantet haben. So ist diese Sangha de Bhikkhus, diese Versammlung, die so ist, dass ein kleines Geschenk, das ihr gegeben wird, groß wird und ein großes Geschenk noch größer. Eine Versammlung, wie sie in der Welt selten zu sehen ist. Eine Versammlung, die es wert ist, dass man viele Meilen mit Gepäck reist, um sie aufzusuchen. Und jetzt kommt eine Liste von Verwirklichungsstufen. In dieser Sangha gibt es Bhikkhus, die Arahants sind, mit vernichteten Trieben, die das heilige Leben gelebt haben, getan haben, was getan werden musste, die Bürde abgelegt haben, das wahre Ziel erreicht haben, die Fesseln des Werdens zerstört haben, durch letztendliche Erkenntnis vollständig befreit sind. Solche Bhikkhus gibt es in der Sangha der Bhikkhus. In dieser Sangha gibt es Bhikkhus, die mit der Vernichtung der fünf niedrigeren Fesseln dazu bestimmt sind, spontan in den reinen Bereichen wieder zu erscheinen und dort Nibbana zu erlangen, ohne je von jener Welt zurückzukehren. Es gibt Bhikkhus, die mit der Vernichtung von drei Fesseln und mit der Abschwächung von Begierde, Hass und Verblendung einmal Wiederkehrer sind, die noch einmal in diese Welt zurückkehren, um Dukkha ein Ende zu bereiten. Dukkha, Leiden. Es gibt Bhikkhus, die mit der Vernichtung von drei Fesseln stromeingetretene sind, dem Verderben nicht länger unterworfen, zur Befreiung bestimmt, auf das Erwachen zugehend.
Hier steht noch Erleuchtung. Ich habe das jetzt beim Lesen korrigiert, weil das ist nicht mein Handexemplar der mittleren Sammlung. Die befindet sich gerade beim Jhana Verlag in Vorbereitung der zweiten Auflage. Also ich muss das jetzt so ein bisschen aus dem nicht vorhandenen Ärmel schütteln, die Korrekturen, soweit ich mich daran erinnern kann. So, die nach dem Strom eingetretenen. Man kann jetzt davon ausgehen, nachdem das so eine absteigende Reihenfolge war, dass die, die jetzt als nächste genannt werden, möglicherweise noch keine Stromeingetretenen waren. Es kommt jetzt eine Liste von Aspekten der Praxis, die zusammengefasst die 37 Bodhipatya-Dhammas genannt werden, die 37 zum Erwachen beflügelnden Dinge oder zum Erwachen gehörenden Dinge. Und streng genommen sind das Aspekte der Praxis, wie sie eigentlich erst Leute machen können, die Dhamma bereits gesehen haben, die also Stromeingetretene sind. Aber man kann diese Dinge sozusagen auf kleiner Flamme vorher schon machen, um eben diesen Stromeintritt zu erlangen. In dieser Sangha der Bhikkhus gibt es Bhikkhus, die verweilen, indem sie sich der Entfaltung der vier Grundlagen der Achtsamkeit widmen. Es gibt Bhikkhus, die sich der Entfaltung der vier richtigen Anstrengungen widmen. Die verweilen, indem sie sich der Entfaltung der vier Machtfährten widmen. Sie verweilen, indem sie sich der Entfaltung der fünf spirituellen Fähigkeiten widmen. Die verweilen, indem sie sich der Entfaltung der fünf Geisteskräfte widmen. Die verweilen, indem sie sich der Entfaltung der sieben Erwachensglieder widmen. Indem sie sich der Entfaltung des edlen achtfachen Pfads widmen. Also zu jedem Punkt aus dieser Liste könnte man einen eigenen Dhamma-Vortrag halten. Zum Teil hat schon stattgefunden und ansonsten haben wir noch Stoff für viele Jahre. Jetzt kommen nach diesen 37 Dingen die vier Brahma-Viharas, die genannt werden. Bhikkhus, die sich der Entfaltung von liebender Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut widmen. Dann kommt die Meditation über Nichtschönheit entfalten, die Wahrnehmung von Vergänglichkeit entfalten und die sich der Entfaltung der Achtsamkeit auf den Atem widmen. Das ist jetzt sozusagen der Paukenschlag zur Einleitung. Man könnte auch irgendwie sagen, die Achtsamkeit auf den Atem rundet das Ganze ab. Das ist sozusagen jetzt nicht so das letzte Glied in der Kette, sondern wie wir sehen werden in dieser Lehrrede, ist der Achtsamkeit auf das Ein- und Ausatmen. Die hat einen sehr hohen Stellenwert in der Praxis insgesamt und eben auch in der Art und Weise, wie der Buddha diese Herangehensweise an die Meditation behandelt, besprochen hat. Wenn die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt wird, ist sie von großer Frucht und großem Nutzen. Wenn sie entfaltet und geübt wird, vervollkommnet sie die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wenn die vier Grundlagen der Achtsamkeit entfaltet und geübt werden, vervollkommnet sie die sieben Erwachensglieder. Wenn die sieben Erwachensglieder entfaltet und geübt werden, vervollkommnen sie wahres Wissen und Befreiung. Das heißt, ausgehend von dieser Achtsamkeit auf den Atem entfalten wir zwei von den zum Erwachen beflügelnden Dinge und können vollkommene Befreiung dadurch erlangen. Also da wird der Kreis wieder geschlossen. Das ist auch ein deutlicher Hinweis, dass wir der Versuchung widerstehen sollten, wie es die Scholastik öfters tut, so diese einzelnen Dinge, über die der Buddha spricht, in Schubladen einzuordnen. Also hier haben wir diese 37 Erwachungsglieder zum Erwachen beflügelnden Dinge und hier haben wir Anapanasati und so weiter, diese verschiedenen Meditationstechniken, die überlappen natürlich. Wahrnehmung von Vergänglichkeit, das kann alles möglich sein. Das kann auch Betrachtung des Atems sein, wie wir später auch noch hören werden. Also die sind miteinander verflochten. Man kann die nicht in Schubladen einsortieren, denn Dhamma ist nicht dazu da, dass wir uns Wissen aneignen, was man dann bei irgendwelchen Prüfungen abrufen kann. Das gibt's auch, es gibt Buddhologie-Studium. Aber eigentlich hat der Buddha sich die ganze Mühe gemacht, um uns zu führen, um uns aus unserem Schlamassel, unserem unbefriedigenden, leiderfüllten Dasein, wo immer irgendwas fehlt,
herauszuführen zu vollkommener Befreiung und vollkommenem Frieden. Das ist der Sinn der Lehre. Und wie er das tut, auf sehr vielfältige Art, oft genau auf die Leute zugeschnitten, oft aber auch in einer Weise, die Allgemeingültigkeit hat, wo jeder was mit anfangen kann. Und wie wird die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt, sodass sie von großer Frucht und großem Nutzen ist? Da setzt sich ein Bhikkhu, also Bhikkhu heißt Mönch, aber bedeutet natürlich in diesem Zusammenhang alle Praktizierenden, und auch nicht nur Nonnen, sondern auch Laienfrauen und Laienmänner, die eben Achtsamkeit auf den Atem praktizieren. Da setzt sich also ein Praktizierender nieder, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat, atmet er völlig achtsam ein, achtsam atmet er aus. Das ist so eine Standardformulierung, und das in einen Wald zum Fuß eines Baumes, in eine leere Hütte, deutet natürlich darauf hin, dass man zur Praxis der Meditation allgemein und Anapanasati, Achtsamkeit auf den Atem, sich ein bisschen vom Trubel der Welt zurückziehen sollte, den Fernseher besser ausschaltet, vielleicht das Handy ausschaltet, dass man nicht gestört wird. Also auch Leute, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, wie wir Waldmönche, uns in den Wald zurückzuziehen. Die Körperhaltung, nachdem er die Beine gekreuzt hat, das heißt auf Pali Palankang Abutitva, und Palanka heißt einmal, wird übersetzt mit gekreuzten Beinen sitzen, aber Palanka ist auch ein Wort, das eine Sitzgelegenheit, ein Möbelstück bezeichnet. Palanka, in einem Wörterbuch habe ich gelesen Thron, in einem anderen Wörterbuch stand drin Couch, also höchstwahrscheinlich ein bequemes, stabiles Sitzmöbel, auf dem man Platz nimmt, wenn man einen Thron einnimmt, oder in diesem Fall eben eine bequeme, aber stabile Sitzhaltung. Also es muss nicht unbedingt mit gekreuzten Beinen sein, man kann auch so in der Zen-Stellung mit nach hinten geschlagenen Beinen sitzen oder auf so einem Bänkchen oder auch auf dem Stuhl. Wichtig ist eine bequeme, aber stabile Haltung. Also bequem ist ja auch sich auf den Ohrensessel zurückfläzen, aber das ist dann eben keine stabile Haltung. Der Oberkörper aufgerichtet, die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten. Parimukhang heißt es, vor sich gegenwärtig halten. Das ist auch ein umstrittener Punkt, weil es wörtlich bedeutet, um den Mund herum. Ich habe früher gedacht, das bedeutet, dass man den Atem an der Nasenspitze beobachten soll, aufgrund dieser Aussage, weil die auch also oberhalb des Mundes ist. Aber zu meinem Leidwesen, oder eigentlich zum Glück muss man sagen, bin ich dann auf Lehrreden gestoßen, die gar nichts mit dem Atem zu tun hatten, wo das auch so drin stand, Achtsamkeit, Parimukhang. Aber Parimukha bedeutet auch, also Mund ist das, ist etwas, die Mündung, das Wichtigste. Man macht die Achtsamkeit zum Wichtigsten in dem Moment. Man lässt alles andere mal sein und man schaut, dass man eben achtsam auf diesen Atem und ist. Jetzt kommt die Abfolge der 16 Schritte. Ja, vielleicht sollte ich doch, nachdem ich gesagt habe, der Buddha hat nicht gesagt, man soll den Atem an der Nasenspitze beobachten. Wo soll man den Atem denn dann beobachten? Also es gibt Leute, die sagen, man soll den überhaupt nirgendwo im Körper beobachten. Und wenn man achtsam auf die Nasenspitze ist und da den Atem beobachtet, dann hat man Achtsamkeit auf die Nase und nicht auf den Atem. Und ich habe jetzt bei meinem letzten Vortrag schon gesagt, dass ich damit dieser Aussage nicht ganz einverstanden bin. Ich will das also jetzt nicht wiederholen, weil sonst wird es echt ein bisschen zu lang. Aber der Atem ist ein körperliches, ein materielles Phänomen. Also wir können den Atem, selbst wenn wir uns später den feineren geistigen Aspekten des Atems zuwenden, den Atem nur dann beobachten, wenn wir ihn tatsächlich irgendwo im Körper feststellen. Das heißt, wenn ich sage, nicht an einer bestimmten Stelle, dann kann das bedeuten, entweder am ganzen Körper oder dass ich mit der Achtsamkeit zu verschiedenen Punkten wandere. Was allgemein nicht empfohlen wird, ist, den Atem
sozusagen in den Körper hineinzufolgen. Denn das entspricht nicht dem, was wir tatsächlich erleben. Wir haben verschiedene Empfindungspunkte, wo wir den Atem feststellen können, aber so die Vorstellung, da ist jetzt irgendwie, was weiß ich, ein goldenes Licht oder Luft oder was weiß ich, die durch die Nase reinkommt und in die Lungen geht, da ist ein Konzept dabei, da ist eine Vorstellung dabei. Es ist nicht das, was wir tatsächlich empfinden. Wir spüren den Atem an der Nase, wir spüren, wie sich die Bauchdecke hebt, der Brustkorb ausdehnt und wir können den Atem an vielen anderen Stellen im ganzen Körper spüren, wenn wir uns von der Vorstellung lösen, dass der Atem nur der Blasebalg ist, also die Luft, die rein und raus geht. Der Atem ist das Windelement, was den ganzen Körper durchströmen kann. Und dieser zweite Meister, den ich vorhin genannt habe, Tanpoli, der war sehr kreativ, Methoden zu entwickeln, zum Beispiel den Atem erstmal an der Nase zu spüren, wo tatsächlich die Luft eine Berührung herstellt und dann dieses subtilere Windelement an der Stirn und dann oben auf dem Kopf und dann im Kopf und dann schauen, wie sich die Atemwahrnehmung in ein Licht verwandelt und dann dieses Licht in das Herz bringen und dann mit diesem Licht den ganzen Körper ausfüllen und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass das authentisch ist, dass das bei ihm auch tatsächlich so funktioniert hat. Aber ich persönlich kenne keinen, der das genauso dann übernommen hat. Er hat dann auch später eine andere Methode noch propagiert, wo er sagt, man soll in die Zehenspitzen und in die Fingerspitzen hineinatmen, mit dem ich also persönlich auch besser zurechtkomme. Und dann einer seiner Hauptschüler hat sich geweigert, überhaupt solche Techniken zu lernen. Und dessen Hauptschüler wiederum, der sagt, ja, man soll halt schauen, wo man den Atem am besten empfinden kann. Mein Lehrer sagt, man soll den Atem in der Herzgegend beobachten und meint damit aber nicht die Ausdehnung des Brustkorbs, sondern tatsächlich die Herzgegend, das Herzchakra, wenn man so will. Also im Theravada-Buddhismus reden wir nicht so von Chakren, aber diese Energiezentren sind natürlich deswegen trotzdem da. Nur haben sie jetzt für den Weg zur Befreiung nicht die Bedeutung, wie es jetzt im Hinduismus oder im Yoga der Fall ist. Also abgesehen davon, dass nicht empfohlen wird, den Atem konzeptuell in den Körper hinein und wieder heraus sich vorzustellen. Ja, kann ich nur empfehlen, probier jetzt aus, wo es am besten funktioniert. Das mit dem Atemempfinden, wo gar keine Luft hinkommt, ist für viele, die noch nicht viel Erfahrung damit haben, oft ein bisschen verwirrend. Also ich kann mich erinnern, dass Leute aus, glaube aus Singapur, mein Lehrer damals in Thailand, besucht und die haben gesagt, ja, ich habe so Schwierigkeiten mit Schläfrigkeit. Und da sagt er, ja, beobachte den Atem hier, an der Stirn, da wo das dritte Auge ist. Also das hat er nicht gesagt, aber da, wo wir halt sagen, das dritte Auge ist. Und die Leute waren völlig konfus, ja, wie kann man dann da den Atem beobachten? Aber da komme ich gleich noch drauf. Jetzt erstmal die 16 Schritte der Atemachtsamkeit. Also die Achtsamkeit ist da, achtsam atmet mal ein und aus. Wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein. Wenn er kurz ausatmet, versteht er, ich atme kurz aus. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Verzückung erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Verzückung erleben. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Ich werde ausatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Ich schenke mir jetzt, das übt sich so. Das ist auf Pali auch kürzer. Ich werde einatmen und dabei die Gestaltung des Geistes erleben. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Geistes erleben. Ich werde einatmen und dabei die Gestaltung des Geistes beruhigen. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Geistes beruhigen. Ich werde einatmen und dabei den Geist erleben. Ich werde ausatmen und dabei den Geist erleben.
Ich werde einatmen und dabei den Geist erfreuen. Ich werde ausatmen und dabei den Geist erfreuen. Ich werde einatmen und dabei den Geist konzentrieren. Ich werde ausatmen und dabei den Geist konzentrieren. Ich werde einatmen und dabei den Geist befreien. Ich werde ausatmen und dabei den Geist befreien. Ich werde einatmen und dabei die Vergänglichkeit betrachten. Ich werde ausatmen und dabei die Vergänglichkeit betrachten. Ich werde einatmen und dabei die Lossagung betrachten. Das habe ich jetzt, glaube ich, mit Verblassen oder, also Viraga heißt es auf Pali. Ich werde ausatmen und dabei die Lossagung oder das Entreiztsein oder das Begierdelosigkeit, Entschwinden, Verblassen, sowas in der Art. Komme ich nachher noch im Detail drauf. Ich werde einatmen und dabei das Aufhören betrachten. Ich werde ausatmen und dabei das Aufhören betrachten. Ich werde einatmen und dabei das Loslassen betrachten. Ich werde ausatmen und dabei das Loslassen betrachten. Ihr Bhikkhus, so wird die Achtsamkeit auf den Atem entfaltet und geübt, so dass sie von großer Frucht und großem Nutzen ist. Und dieser letzte Satz ist das, was ich auf Pali eingangs zitiert habe. Also es kommt nicht nur darauf an, dass ich jetzt einfach da sitze und mir selber beim Schnaufen zuschaue, sondern da ist ein bisschen mehr dabei und vielleicht sind jetzt einige Fragezeichen schon aufgetaucht. Und so sollte es auch sein, denn es ist wirklich eine Gefahr, wenn man meint, man hat alles verstanden und da ist noch mehr zu sehen. Und der Buddha lehrt sehr oft auch zwischen den Zeilen und eben durch die Zusammenhänge und Struktur. Gut, diese 16 Schritte werden auch als die vier Tetraden bezeichnet. Der Buddha sagt selber nicht, hier Schritt 1 bis 4 ist die erste Tetrade, also Tetrade ist ein Viererpack, ein Tetrapack, Murt auf Thai. Aber das kommt im Zusammenhang dann später, weil er nämlich sagt, wie die vier Grundlagen der Achtsamkeit entfaltet werden. Und er sagt, indem man die ersten vier praktiziert, praktiziert man Achtsamkeit auf den Körper, die Grundlage der Achtsamkeit des Körpers. Die zweiten vier sind Achtsamkeit auf Gefühl, zweite Grundlage der Achtsamkeit. Die dritten vier sind Geistbetrachtung, Cittanupassana. Und die vierten sind Dhammanupassana. Also er teilt es dann in vier Gruppen ein, im Zusammenhang praktisch. Also von daher ist es korrekt, das auch eben als vier Vierergruppen aufzufassen. Es kommt natürlich schon mal die Frage, damit die Achtsamkeit so entfaltet wird, dass sie von großer Frucht und großem Nutzen ist. Und der Frucht und Nutzen ist, wurde ja gesagt, vervollkommnet wahres Wissen und Befreiung, ist also der höchste Nutzen, den man davon haben kann. Muss man dann alle 16 Schritte praktizieren oder reicht eine von diesen Tetraden oder müssen die alle der Reihe nach? Muss man erst eins perfekt können, bevor man das nächste darf oder kann man gleich zur vierten Tetrade springen? Solche Fragen könnten da auftauchen. Und wenn man sich dann die Literatur anschaut, es gibt ja Bücher über Anapanasati, also eine Vielfalt von Ideen, was das alles bedeuten könnte. Also, nachdem alle vier Grundlagen der Achtsamkeit zum gleichen Ziel führen, könnte man sagen, man muss nicht alle 16 praktizieren. Aber man kann natürlich das auch anders betrachten. Und ich will ein paar Modelle mal vorstellen. Also zum Beispiel Visuddhimagga, das ist so ein scholastisches Kommentarwerk. Das habe ich auch gelesen, will ich auch was kurz draus zitieren. Bisschen zur Erheiterung, denn der erheiterte Geist sammelt sich leicht. Und die sagen, die erste Tetrade ist Achtsamkeit. Die zweite ist Samadhi, Sammlung. Die dritte ist Samatha und Vipassana, also Geistesruhe und Einsicht. Und die vierte ist nur trockene Einsicht. Und damit kann man das Buch eigentlich schon zuklappen und weglegen, denn ich glaube, es vergeht kein Vortrag hier im Kloster Mutodaya, wo wir nicht darauf hinweisen, wie wichtig es ist, einen ruhigen, klaren, scharfen, gesammelten Geist zu haben. Also trockene Einsicht ohne diese Power des Geistes zu haben,
ist nicht möglich. Wird zwar von manchen behauptet, aber für mich ist also so eine Behauptung, ist, die vierten vier wären trockener Einsicht ein Grund, das Buch wieder zuzuklappen. Es gibt die Herangehensweise, die sagt, die ersten beiden sind Geistesruhe und die dritte und vierte Tetrade sind Geistesruhe mit Einsicht gekoppelt. Gut. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, die ersten drei beschreiben die Entfaltung von Samadhi, von Geistesruhe, von Sammlung. Und die vierte ist die Einsicht, die aus dem Samadhi nach Austritt aus der vollen Sammlung entsteht. Oder man könnte sagen, dass alle vier jeweils Sammlung und Einsicht zusammen sind. Die Interpretation, dass die ersten beiden Samadhi sind, versteht natürlich die zweite Tetrade mit Glückseligkeit und Verzückung als volle Sammlung, als Jhana, und dann die dritte Tetrade mit Erfreuen des Geistes und Konzentrieren des Geistes als den geschickten Umgang mit den Mitteln des Samadhi, je nachdem, was für Bedingungen gerade da sind. Die Vorstellung, dass diese 16 Stufen fortlaufend sind, möchte ich jetzt mal kurz darstellen. Aber ich würde auch sagen wollen, dass die Anapanasati Sutta nicht in ein bestimmtes Schema zu pressen ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Hologramm ist. Also ich habe darüber auch nur gelesen. Aber ich habe gelesen, dass ein Hologramm, wenn man das in zwei Stücke teilt, schneidet oder weiß ich wie, also in zwei Stücke teilt, dass man dann nicht zwei halbe Hologramme hat, sondern zwei ganze Hologramme, die nur etwas unschärfer sind. Also habe ich gelesen, ich selber kenne mich da nicht so aus. Und so kommt mir das auch mit dieser Lehrrede vor. Man kann tatsächlich, und das will ich jetzt im Folgenden mal zeigen, diese vier Tetraden zusammen betrachten. Man kann jede Tetrade für sich selbst betrachten und zum selben Ergebnis kommen. Vielleicht sollte ich kurz vorher nochmal den Rest der Lehrrede vorstellen, weil wir dann tatsächlich sehr ins Detail gehen werden. Also wie schon gesagt, wenn er lang einatmet, ausatmet, kurz einatmet, ausatmet, den Atemkörper erlebt und die Körpergestaltung beruhigt, dann bei jener Gelegenheit verweilt der Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet, eifrig, völlig achtsam und wissensklar, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Ich sage, dass dies ein bestimmter Körper unter den Körpern ist, nämlich das Ein- und Ausatmen. Aus diesem Grund verweilt ein Bhikkhu bei jener Gelegenheit, nachdem er den Körper als einen Körper betrachtet hat, eifrig, völlig achtsam und wissensklar, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Also er betrachtet Körper als Körper. Wenn er Verzückung erlebt, Glückseligkeit erlebt beim Ein- und Ausatmen, Gestaltung des Geistes erlebt und Gestaltung des Geistes beruhigt, dann verweilt er, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet. Wenn er Geist erlebt, wenn er Geist erfreut, Geist konzentriert und befreit, dann verweilt er, indem er Geist als Geist betrachtet. Wenn er Vergänglichkeit betrachtet, Verblassen betrachtet, Aufhören und Loslassen betrachtet, verweilt er, indem er Geistesobjekte als Geistesobjekte betrachtet. Also für diejenigen, die schon ein bisschen mit Lehrreden vertraut sind, wissen, das sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit. So vervollkommnet die entfaltete und geübte Achtsamkeit auf den Atem die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Und jetzt kommt, wie vervollkommnen die entfalteten und geübten vier Grundlagen der Achtsamkeit die sieben Erwachensglieder? Und der Text, der kommt viermal das Gleiche. Bei jeder dieser vier Achtsamkeitsgrundlagen. Also wenn er den Körper als Körper betrachtet, Gefühle als Gefühle, Geist als Geist, Geistesobjekte als Geistesobjekte oder Dhammas, Dinge könnte man das auch übersetzen, bei jener Gelegenheit ist unablässige Achtsamkeit in ihm verankert. Und dann entfaltet er die Grundlage, das Erwachensglied der Achtsamkeit. Und durch Entfaltung gelangt es in ihm zur Vollkommenheit. Wenn er achtsam verweilt, ergründet und untersucht er jenen Zustand mit Weisheit und beginnt mit genauer Erforschung dessen. Und bei jener Gelegenheit wird das Erwachensglied
der Wirklichkeitsergründung ihn hervorgebracht. Durch Wirklichkeitsergründung wird Energie hervorgebracht, das dritte Erwachensglied. Durch Energie erscheint Verzückung. Durch Verzückung wird der Geist und Körper still. Wenn Körper still ist und mit Glück empfunden wird, wird der Geist konzentriert. Wenn der Geist konzentriert ist, wann immer ein Bhikkhu mit Gleichmut den Geist genau betrachtet, der so konzentriert ist, bei jener Gelegenheit wird das Erwachensglied des Gleichmuts in ihm hervorgebracht. Das sind die sieben Erwachensglieder. Und dann der Schluss der Lehrrede. Wenn also das Erwachensglied der Achtsamkeit, Wirklichkeitsergründung, Energie, Verzückung, Stille, Konzentration und Gleichmut entfaltet wird, durch Abgeschiedenheit, Lossagung und Aufhören gefördert wird und zum Loslassen führt. Wenn das der Fall ist, dann vervollkommnen die entfalteten und geübten sieben Erwachensglieder wahres Wissen und Befreiung. Also wenn die perfektioniert werden, führen sie zu wahrem Wissen und Befreiung. Zu diesen Einzelheiten, was da noch dabei stand, Abgeschiedenheit, Lossagung und Aufhören und zum Loslassen führen, da komme ich später nochmal drauf. So, also man kann hier schon sehen, alle vier Grundlagen der Achtsamkeit haben diese sieben Erwachungsfaktoren zum Ergebnis. Und alle sieben haben was mit Abgeschiedenheit und Verblassen und Aufhören zu tun. Und das ist genau das, was in Anapanasati als letztes genannt wurde. Da haben wir mit Vergänglichkeit, da haben wir auch dieses Verblassen, da haben wir das Aufhören und dann haben wir, gut, das heißt einmal Vosaka und einmal Patinisaka. Einmal heißt es Lockerung und einmal heißt es Loslassen. Aber man kann schon sagen, dass da durch die Praxis von Anapanasati werden die sieben Erwachungsglieder entfaltet und diese wiederum fördern genau dasselbe, was der vorher betrachtet hat bei Anapanasati. Also man kann da nicht sagen, das eine ist dem anderen untergeordnet, sondern das ist wirklich ein Hologramm. Das ist ein ganzheitliches Herangehen an die Gesetze von Körper und Geist, die wir ja bei Geistesruhe und Einsichtsmeditation entdecken wollen und deren völliges Verständnis eben zum Loslassen und zur Befreiung führt. Also, jetzt kommen wir mal zu den Einzelheiten. Es geht los mit, wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein. Wenn er kurz ausatmet, versteht er, ich atme kurz aus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist damit gemeint mit kurz und lang atmen? Denn so im Deutschen verwenden wir eigentlich, wenn wir den Atem beschreiben, andere Wörter. Wir sagen, ich atme flach oder ich atme tief oder ich sage, ich atme langsam oder ich atme schnell. Und man könnte jetzt lang und kurz eben im Sinne der Wellenlänge des Atems verstehen oder man könnte lang und kurz im Sinne der Amplitude verstehen. Und schauen wir in Visuddhimagga rein, da steht natürlich drin, es geht um die zeitliche Länge. Das heißt, der erste Schritt ist langsam zu atmen und der zweite Schritt ist zu hecheln. Und das ist schon wieder ein Grund für mich, das Buch zuzuklappen, denn der Buddha hat nicht beliebig zusammengewürfelte heterogene Einzelbestandteile gelehrt, sondern er hat Dinge im Zusammenhang gelehrt, die eine Struktur hatten. Und man könnte natürlich sagen, ist doch egal, was jetzt zuerst kommt oder was als zweites kommt. Aber in dem Moment, wo ich sage, es ist egal, verschließe ich halt die Augen dafür, dass der Buddha im Zusammenhang und strukturiert gelehrt hat. Also ich denke, man kann davon ausgehen, nachdem es hier um immer tiefer gehende Geistesruhe und Sammlung geht, dass zuerst der schnelle Atem kommt und dann der langsame, immer feiner werdende Atem gemeint ist. So, der dritte Schritt in der ersten Tetrale ist, er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben und ich werde ausatmen und den ganzen Atemkörper erleben. Zwei Dinge sind da der Rede wert, nämlich das erste Mal taucht hier eine Änderung der Formulierung auf. Denn am Anfang hieß es, wenn er einatmet, versteht er, ich atme ein und jetzt plötzlich steht das Ganze im Futur, ich werde einatmen und dabei dies oder jenes tun. Und
Das steht dabei, er übt sich. Also man kann einmal daraus sehen, dass zu wissen, wenn man langsam oder schnell atmet, ist etwas, was man sofort kann. Man setzt sich hin, betrachtet seinen Atem und weiß, ja, der Atem ist jetzt ziemlich grob und aufgewühlt, oder ich weiß, der Atem ist schon ein bisschen ruhiger. Das Zweite, was man sehen kann, dadurch, dass das im Futur steht und dann die direkte Rede kommt, ist, während man den ganzen Atemkörper erlebt, denkt man nicht mehr drüber nach. Also ich sitze nicht da und sage, so, jetzt erlebe ich den ganzen Atemkörper. Während wenn ich lange einatme, kann ich mir immer noch ein inneres Begleitwort sagen, aha, jetzt atme ich lange ein und gleichzeitig trotzdem wissen, dass ich lange einatme. Während bei diesen fortgeschrittenen Stufen hört das innere Geplapper auf. Da hört auch Begleitworte auf, die manchmal verwendet werden, zum Beispiel wenn man den Atem an Worte koppelt, die das so ein bisschen etikettieren, ein, aus, oder wie es in der thailändischen Waldtradition sehr üblich ist, Butto, Butto. Das fängt zumindest an, dort abzuklingen an dieser Stufe, wo man diesen ganzen Atemkörper betrachtet, erlebt, heißt es. Komme ich noch auf eine Meinung zurück, die ich mal in einem Buch gelesen habe. Da wurde gesagt, der Atem ist sowieso ein feines Objekt, ein sehr schwierig zu beobachtendes Meditationsobjekt. Das heißt, bevor ich überhaupt mit Anapanasati anfangen kann, muss ich erstmal die Gedanken zur Ruhe bringen und voll im Augenblick sein. Dem möchte ich entgegenhalten, dass der Buddha einem jungen Mönch, der gemeint hat, er müsste unbedingt in die Abgeschiedenheit ziehen, bevor er dafür reif war, gesagt hat, wir benutzen Anapanasati, um die Gedanken abzuschneiden. Das heißt, wenn das innere Geplapper noch da ist, kann ich trotzdem Anapanasati praktizieren, wenn auch eben nur auf diesen ersten beiden Stufen, und dann die Gedanken damit abschneiden und dann geht's weiter. Den Atemkörper erleben ist eigentlich keine wörtliche Übersetzung. Ich habe das, glaube ich, in der zweiten Auflage auch nicht mehr drin, sondern es heißt nur Körper. Und dann wird natürlich der Buddha sagt, den Körper betrachten und den Atem betrachten ist dasselbe, wird dann irgendwie verständlicher. Was bedeutet überhaupt Körper? Im Pali gibt es verschiedene Wörter dafür. Dieses biologische, pathologische, soziologische Konzept von Körper. Dafür sagt der Buddha Sarira. Das bedeutet also Fleischklops oder Leichnam. Kaya, das ist das Wort, was in der Meditation, wenn es um Körperbetrachtung geht, verwendet wird, bedeutet auch Gruppe oder Sammlung. Zum Beispiel Majjhima Nikaya, die mittlere Sammlung von Lehrreden. Es gibt noch ein anderes Wort, das heißt Kanda, das bedeutet auch Gruppe oder Zusammenhäufung. Der Unterschied ist, bei Kaya kommen verschiedenartige Dinge zusammen zu einer Gruppe, die aber einen fest umrissenen Rand haben. Also da gibt es eine Grenze. Während bei den Kandas, die bestehen aus gleichartigen Bestandteilen, aber das Ende von diesen Kandas ist diffus, es verliert sich sozusagen am Horizont. Also alle Gefühle, die wir zusammen erleben, sind der Gefühlskanda, der Gefühlshaufen. Aber alle Empfindungen, die wir im Körper haben, die haben eine Grenze. Das ist der Körper, Kaya. Denn was wissen wir denn von unserem Körper? Wenn wir normalerweise durch den Alltag gehen, haben wir grobe Empfindungen von unseren Knochen und die bestätigen unser Konzept, das Bild, was wir haben, dass da ein Skelett ist, das bestimmte, wie so eine Gliederpuppe, so bestimmte Bewegungen ausführen kann. Wenn wir Schmerzen haben, dann wird das eine Teil plötzlich fordert sehr viel Aufmerksamkeit. Wir haben vielleicht heute schon in den Spiegel geschaut und die Erinnerung daran haben wir noch dabei. Und all diese Dinge zusammen sind das Erleben von Körper. Aber in dem Moment, wo wir uns hinsetzen und unseren Atem beobachten, wie ich schon sagte, ab einer Stufe, wo die Gedanken langsam zur Ruhe kommen, wo die Achtsamkeit und Sammlung tiefer wird, stellen wir fest, dieser Körper
und die Atemempfindungen verschmelzen, die werden eins. Da ist gar kein Unterschied mehr. Wie ich schon sagte, den Atem kann man nicht nur da empfinden, wo der Blaseball funktioniert, sondern den Atem kann man auch überall im Körper spüren. Auch hier oben auf dem Kopf, in der Mitte des Schädels, überall. Also die subtile Bewegung, dieses Windelement, das Prana oder das Chi, habe meinen Meditationskurs immer leiser gegeben, da sagte die, ja, ach, das ist ja dann das Chi. Sag ich, ja, nenn es halt Chi, ist auch gut. Also man kann diesen Atem überall im Körper empfinden. Und stellen fest, dass, wie sich unser Körper für uns präsentiert, ist gar nicht so fest und stabil, wie wir immer gemeint haben. Und ich sage, der Körper, naja, das ist das hier. Dieser Fleischklops. Aber in unserem Erleben ändert sich das Bild vom Körper, je nachdem, wie unser Erlebensmodus ist. Wenn der feiner wird, wird auch das Erleben von unserem Körper feiner. Und je ruhiger der Geist wird, desto stiller, friedlicher wird der Körper, desto angenehmer wird das ganze Gefühl. Und dann kommt, ah ja, da lese ich mal was von Tanpoli vor. Der hat das nämlich sehr schön ausgedrückt, wie das auch der Atem und der Körper auf verschiedene Weise erlebt werden. Der Atemkörper ist dreifach gestuft. Grob die eine Stufe, dann die feine, zuletzt tiefgründig. Der grobe Atem ist die Atemluft, die durch alles ständig brandet, was lebendig. Der feine Atem, sanft und weich erlebt, wir empfinden ihn in schmalen Winden durch Fasern spülen. Der tiefste Atem noch darunter schwebt, hell in leeren, kühlen, weiten, weißen Stillen. Also es sind sehr unterschiedliche Dinge, die er über den Atem sagt, aber das soll mal ein bisschen illustrieren, dass eben das von unserem Wahrnehmungsmodus abhängt, wie wir das alles erleben. Sowohl den Körper als auch den Atem. Und ab einem bestimmten Punkt wird es eben eins und dann gibt es auch keinen Widerspruch mehr zwischen Körper oder Atemkörper. Das ist nämlich so ein Gelehrtenstreit, ob der Buddha jetzt den Atem gemeint hat. Also das heißt wirklich von achtsam von Anfang bis Ende den Atem betrachten oder ob er den ganzen Körper gemeint hat. Und wenn wir wirklich es schaffen und schon so weit sind, dass wir den Atem von Anfang bis Ende betrachten können, dann sind wir auch schon so weit, den Atem im ganzen Körper zu spüren und dieser Unterschied verschmilzt dann. Und der nächste Schritt ist nämlich, er übt sich so, ich werde ein- und ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Und das ist jetzt schon etwas, wo Einsicht mit ins Spiel kommt. Also nicht nur Geistesruhe, sondern wo Einsicht, sogar tiefe Einsicht mit ins Spiel kommt. Einmal, dass unser Erleben, unser Körper, unser Lieblingsobjekt der Identifikation, das hier bin ich, mein Körper, das bin ich, dass das gar nicht so absolut ist, sondern dass das so von unserem Erleben abhängig ist. Und das Zweite, dass der Atem, das wird in einer anderen Lehrrede gesagt, die Gestaltung des Körpers ist. Was ist eine Gestaltung? Sankhara. Das ist eine Bedingung, die aber nicht als solche erkannt wird. Denn normalerweise betrachten wir ja den Atem als unseren Besitz. Ich bin mein Körper und von daher bin ich die Bedingung dafür, dass ich einen Atem habe. Ich bedinge den Atem. Und der Buddha sagt hier genau umgekehrt. Wir betrachten die Gestaltung des Körpers, das ist der Atem. Nicht der Körper atmet, sondern der Atem verkörpert. Und das wird auf dieser Stufe, dieses Wissen, diese Einsicht taucht auf dieser Stufe zum ersten Mal auf. Oder kann auftauchen, wenn wir mit der nötigen Umsicht und dem nötigen Forschergeist an die Sache herangehen. Diese Wirklichkeitsergründung, der zweite von den Erwachensgliedern, die ich vorhin genannt habe. Inwiefern gestaltet der Atem denn den Körper? Inwiefern ist er eine Bedingung für den Körper? Also einmal, wir wissen, wenn wir erregt sind, atmen wir schneller
Und dann fühlt sich der ganze Körper verspannt an. Wenn wir friedlich sind, atmen wir ruhiger und der ganze Körper ist entspannt, ist relaxed. Dann, wie wir den Körper überhaupt erfahren, das habe ich bereits genannt, dass der Körper als Atem erlebbar ist. Und dann natürlich, dass wir überhaupt einen Körper erfahren können. Ja, weil wenn wir nämlich nicht mehr atmen, dann sind wir tot. Und wenn wir tot sind, können wir auch keinen Körper mehr erfahren. Das ist also auch ein Aspekt davon, inwiefern der Atem eine Gestaltung des Körpers ist. Also die erste Einsicht, nicht ich bin der Körper, nicht ich besitze den Atem, sondern der Atem, ein Produkt der Natur, die Elemente, die sich manifestieren, die sitzen im Körper sozusagen, könnte man sagen. Beim Beruhigen der Körpergestaltung, was ja der Atem ist, taucht ein Phänomen bei manchen Leuten auf, nämlich der Atem ist plötzlich weg. Der Atem verschwindet. Und der Atem kann tatsächlich verschwinden, aber erst in der vierten Vertiefung hört er auf. So wird es in den Sutras gesagt. Wie kommt das zustande? Also die Körpergestaltung, der Atem wird beruhigt. In einer Weise, wie wir es vielleicht noch nie erlebt haben. Und dann ist einfach unsere Wachheit, unsere Achtsamkeit nicht ausreichend genug, um festzustellen, dass der Atem noch da ist. Zweitens, wie Tanpoli es sehr schön ausgedrückt hat, der Atemkörper ist dreifach gestuft. Und die zweite Stufe, die jetzt gerade am Heraufdämmern ist, diese schmalen Winde, die durch die Fasern spülen, die im ganzen Körper spürbar sind, unterscheiden sich doch deutlich von dem normalen Blasebalgatem, den wir haben. Und wir sind vielleicht so überrascht und besitzen nicht genügend Weisheit, um das zu bemerken, dass das immer noch der Atem ist. Also von daher könnte man sagen, und mit dem verschwundenen Atem verschwindet natürlich auch unter Umständen der Körper. Denn das, was wir normalerweise haben, da besteht kein Zweifel. Ne? Da ist hier ein Punkt und da ist ein Punkt und da ist ein Punkt und da ist hier eine Säule oben drauf und da hängen zwei Arme dran. Also dieses Bild haben wir im normalen Alltagserleben immer präsent. Und jetzt sitzen wir da und plötzlich verwandelt sich der Körper in eine Wolke von subtilen Empfindungen und zu wenig Achtsamkeit oder zu wenig Verständnis, zu wenig Weisheit. Wir denken, der Körper verschwindet. Der Körper verschwindet auch in der vierten Vertiefung oder besser gesagt beim Erreichen der Formlosigkeiten. Selbst in den Jhanas ist der Körper noch vorhanden. Zwar hat nichts mehr mit dem hier zu tun, was wir hier haben. Aber es gibt noch ein Hier des Erlebens. Es gibt noch einen Ort des Erlebens. Und dafür muss man auch nicht mal ein Buddha sein, das wusste schon Martin Heidegger, dass das Hier immer dreidimensional ist. Das heißt, es hat eine Ausdehnung, es hat einen Ort, einen Platz. Und dieser Platz ist bedingt durch den Körper. Auch wenn wir das, was wir als den Körper über die Sinne wahrnehmen, nichts mehr zu tun hat, dieses Hier. Und erst wenn die Grenze von Qualitäten, von Eigenschaften überhaupt überschritten werden, dann Formlosigkeit, unendliche Raumunendlichkeit erlebt wird, dann hört auch dieses Hier auf. Aber darüber kann ich nur spekulieren, also das liegt jenseits, liegt weit jenseits meiner Reichweite. Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn wir glauben, der Körper verschwindet, dann haben wir auch den springenden Punkt verpasst. Und vor allem, wir können dann, wenn wir vielleicht noch in einem Buch lesen, was für eine tolle Erreichungszustand das ist, wenn der Körper verschwindet, uns selbst was vormachen. Also wir hatten mal einen hier, der dachte, er sei ein Nichtwiederkehrer, weil er seinen Hintern nicht mehr gespürt hat. Also dann wahrscheinlich nur ein halber Nichtwiederkehrer, weil er den Oberkörper, der war noch da. Der Atem ist ja ein materielles Phänomen. Alle materiellen Phänomene sind Manifestationen der vier Elemente in unterschiedlicher Zusammensetzung. Die sind alle vier immer vorhanden. Aber beim Atem, der grobe Atem, da ist eine große Portion Erdelement dabei und eine große Portion Windelement. Und wenn der Atem feiner wird, verschwindet das Erdelement fast völlig, ist immer noch ein bisschen da und das Windelement nimmt zu. Also ist ganz klar, dass dann auch die Wahrnehmung sich ändern muss. Aber jetzt kommt der lustige Teil.
wollte ich mal aus Physiodemaga vorlesen, was passiert, was man machen soll, wenn der Atem verschwindet oder wenn man meint, dass der Atem verschwindet. Also man erwägt: Nicht wahr, du kluger Mann, du befindest dich doch weder im Mutterleibe, noch bist du unter Wasser getaucht, noch ein unbewusstes Wesen, noch ein Toter, noch im Besitze der vierten Vertiefung, noch bist du mit feinkörperlichem oder unkörperlichem Dasein ausgestattet, noch bist du in den Erlöschungszustand eingetreten. In Wirklichkeit bestehen diese Ein- und Ausatmungen noch in dir, nur bist du mit deinen schwachen Sinnen nicht fähig, sie zu fassen. Also mal überlegt, ich bin nicht kein Embryo, ich bin nicht unter Wasser. Und wenn man das alles sich überlegt hat, dann ist der Atem garantiert wieder da. So, jetzt kommen wir mal langsam zur fünften Stufe und der zweiten Tetrade. Der Atem ist so fein geworden, dass der körperliche Aspekt des Erlebens zurücktritt, in den Hintergrund tritt und der Gefühlsaspekt tritt in den Vordergrund. Ich werde ein- und ausatmen und dabei Verzückung erleben. Ich werde ein- und ausatmen und dabei Glückseligkeit erleben. Verzückung, das ist praktisch die Fortsetzung von diesen subtilen Empfindungen des Atemkörpers, Körperatems. Das ist einfach, der Körper wird so leicht und so unbeschwert, dass sich das in einem, eben in dieser Verzückung, das ist eine mögliche Übersetzung von Piti. Also für Piti, da gibt es seitenweise Abhandlungen darüber, wie man das übersetzen könnte und wie man das beschreiben könnte. Das ist einfach ein angenehmes, leichtes Körperempfinden, was, ja, da sind keine Schmerzen mehr vorhanden, diese Verspannungen und all das ist weg. Der Körper fühlt sich einfach wunderbar an. Und John Chatterlow hat das kürzlich in einem Vortrag als Wegzehrung für den Geist genannt oder Wegzehrung für die Praxis. Und das ist also auch eine wunderbare Beschreibung, weil ab diesem Moment wird es leichter. Die Praxis bekommt einen richtigen Schwung, bekommt einen richtigen Zug. Man muss da gar nicht mehr oder man sollte gar nicht mehr sich so viel Gedanken machen, was jetzt als nächstes drankommen soll, sondern in dem Moment, wo man Piti hat, ist praktisch eine Belohnung schon da und zieht einen weiter auf der Praxis, auf dem Weg zu immer tieferer Sammlung. Eine andere Möglichkeit, es zu übersetzen, ist Interesse, weil es ist wirklich interessant, es ist etwas sehr Angenehmes, es ist mit dem Heilsamen verbunden. Es hat äußert sich manchmal bei manchen Leuten als Gänsehaut oder vielen treibt es das Wasser, Tränen der Freude in die Augen, ja, alle möglichen Erscheinungen. Aber es ist immer mit dem Heilsamen verbunden. Also es ist nichts, wo man sagen muss, naja, eigentlich habe ich das gar nicht verdient und ich bin ja eigentlich ein Sünder oder irgendwie sowas. Man hat sich das verdient und man sollte das auch genießen. Einer hat es als Jubel übersetzt, was das auch sehr gut trifft. Also dieses, es hat wirklich was Euphorisierendes schon fast, dieses Erleben von Piti oder Verzückung. Aber das Wort Jubel gefällt mir dann doch nicht so gut, weil es den Aspekt, dass es immer mit dem Heilsamen verbunden ist, nicht unbedingt ausdrückt. Als wir vor kurzem Bin Laden erschossen haben, da sind zigtausende in Amerika auf die Straße gegangen und haben gejubelt. Aber ich möchte mal sagen, das war jetzt nicht unbedingt was Heilsames mit dabei verbunden. Die Glückseligkeit ist etwas, was nicht getrennt ist von diesem Piti, aber es ist mehr der geistige Aspekt, es ist etwas Ruhiges. In dem Moment, wo ich die Glückseligkeit erlebe, die zweite Stufe in der zweiten Tetrade, ist Piti immer noch da, aber tritt ein bisschen in den Hintergrund. Also ich betrachte, schenke dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, widme mich mehr diesem geistigen Gefühl dieser Glückseligkeit, der etwas ruhigeres, friedvolleres ist. Piti und Zucker sind Jhana-Faktoren, aber in dieser Betrachtungsweise, die ich jetzt vorstelle, kommt es vor Jhana, kommt lange vor Jhana. Wenn der Geist ruhiger wird, tritt Piti und Zucker, also Verzückung und Glückseligkeit, bereits auf. Manchmal wird gefragt, wenn jetzt also Piti auftaucht, soll ich dann meine Achtsamkeit auf Piti richten und den Atem beiseite lassen oder soll ich beim Atem bleiben und Piti ignorieren? Aber die Frage ist eigentlich falsch gestellt, denn das Erleben ist eins. Piti atmet. Oder der Atem ist entzückend.
Also wir versuchen, das Erleben zu einen. Wir versuchen nicht zu trennen. In dem Moment, wo ich überlege, jetzt Pitti oder Atem, versuche ich schon wieder mein Erleben in Bestandteile zu zerlegen. Das machen zwar die Scholastiker gerne und da gibt es auch bestimmt Antworten. Der eine sagt so, der andere sagt so. Aber wenn sich die Frage noch stellt und wenn ich drüber nachdenke, falle ich sowieso wieder, mache ich Salto rückwärts und komme wieder in niedrigere Gefilde. Aber selbst wenn ich nicht drüber nachdenke, solange sich die Frage noch stellt, würde ich mal versuchen, erstmal da zu bleiben. Auf dieser Stelle nicht versuchen, irgendwie mich weitertreiben zu lassen, in tieferen Samadhi, sondern erstmal diesen Zustand kennenzulernen und erstmal diese beiden Dinge verschmelzen zu lassen, Piti und den Atem. Der Atemkörper ist dreifach gestuft. Die schmalen Winde, die durch Fasern spülen, sind genau dieses Piti. Ich werde einatmen und ausatmen und dabei die Gestaltung des Geistes erleben. Ach, vielleicht sollte ich noch kurz auf die Wahrnehmungen eingehen. Wahrnehmungen, die auftreten können in der Meditation, sind etwas sehr Relatives und die sind von Person zu Person unterschiedlich. Jeder authentische Meditationslehrer, der Wahrnehmungen beschreibt während der Meditation, lügt nicht. Aber es kann sein, dass es für uns ganz anders ist. Vielleicht noch zu Piti, wenn das Erdelement aufhört und dieses Windelement so übermäßig manifest wird, kann sich das manchmal auch in merkwürdigen Erscheinungen äußern. Einmal rein tatsächlich physisch. Ich habe schon Leute gesehen, die in dem Zustand angefangen haben zu kreisen, zu rotieren. Ich selber neige manchmal dazu, dass sich der Kopf nach oben zieht. Wir hatten kürzlich einen hier, der saß so nah. Also der hatte, glaube ich, auch guten Samadhi, aber den hat den Kopf immer so voll nach hinten gebogen. Solche Dinge können auftauchen. Es kann aber auch sein, dass wir völlig normal und ruhig da sitzen, aber es sich nur so anfühlt, als ob irgendwie was Komisches passiert. Sehr gängig ist Schrumpfen. Plötzlich sitzt der Kopf auf den Knien oder der ganze Oberkörper ist schrumpft zusammen oder Ausdehnung oder das Gefühl zu fliegen oder zu schweben. Es gibt auch Leute, die tatsächlich in der Meditation schweben, aber das muss dann noch ein paar Stufen weitergehen, bis man dahin kommt. Aber das Gefühl zumindest, dass man schwebt, könnte dabei auftauchen. Das wird manchmal als Change of Perception, Veränderung der Wahrnehmung genannt. Was ganz klar ist, die Wahrnehmung verändert sich nur manchmal eben auf sehr seltsame Weise. Was auch auftauchen kann, sind Visionen. Romanseite 64. Dass plötzlich Gedanken auftauchen wieder. Aber nachdem eigentlich die Gedanken, also dieses diskursive Denken schon zur Ruhe gekommen ist und der Geist sehr viel Power hat, entsteht plötzlich ein Bild. Ein stilles Bild. Ohne dass wir jetzt dem so groß nachfolgen und so dahingeschwemmt werden, wie normalerweise bei dieser Rumdenkerei. Und dann entstehen sehr eindrucksvolle Bilder, Filme oder stehende Bilder. Und Lungpo Man, der Gründer der thailändischen Waldtradition, sagt dazu, das Spiel, also Nimittas werden diese genannt, diese Visionen. Das Spiel mit Nimittas ist schon erlaubt als Spaß. Egal, ob man sich darüber freut, egal, ob man Visionen scheut. Sich kümmern um den eigenen Schatten nennt man das. Doch jedem, der Visionen glaubt, hat man wohl den Verstand geraubt. Also, ich hatte selber mal eine Vision von mir selbst als Leichnam und habe dann damals meine Meditationslehrer gefragt und die haben gesagt, nee, weg und nicht gut. Und später habe ich einen anderen Lehrer getroffen, der hat gesagt, naja, wenn du eh schon das Bild hast und gerade so viel geistige Power dahinter ist, dann nutze es doch. Du musst doch mal sterben, du wirst doch mal so aussehen, du kannst jetzt doch gleich drüber kontemplieren können. Tja, also das ist das Spiel mit Visionen, was schon erlaubt ist. Nur, man sollte also nicht allzu viel da hinein interpretieren, man hätte jetzt schon irgendwas erreicht oder so. Weil, wenn der Sukha-Aspekt in den Vordergrund tritt, da kann auch einfach nur eine innere Helligkeit auftreten. Also mal fast wie ein optisches Bild, aber es ist kein optisches Bild. Nur man meint, man hätte da plötzlich, würde in einem hell erleuchteten Raum sitzen. Ist eine Möglichkeit. So, jetzt kommt Gestaltung des Geistes erleben, übt es sich beim Ein- und Ausatmen.
Gestaltung des Geistes ist Wahrnehmung und Gefühl. Und genau darüber haben wir jetzt geredet. Die verschiedenen Formen der Wahrnehmung, die verschiedenen Formen des Gefühls. Und dann kommt nämlich die nächste Stufe, dass er diese Gestaltung des Geistes beruhigen wird. Wahrnehmung und Gefühl beruhigen wird. Also einmal wieder die Einsicht zu sagen, nicht, also den Körper haben wir jetzt schon mal hinter uns gelassen, zumindest diesen groben Körper, jetzt kommt der Geist dran. Mein Herz, mein Geist, Meister über all diese Wahrnehmungen und Gefühle. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, die Wahrnehmungen und Gefühle sind das, was unseren Geist gestaltet. In dem Moment, wo wir merken, dass diese Dinge nicht unser Besitz sind, sondern das sind Bedingungen für unseren inneren Zustand, für unsere Visionen, für unser Erleben, dafür, wie es uns geht, dass es uns nämlich gut geht, aber auf der Stufe geht es keinem mehr schlecht, ne? Glückseligkeit und Piti und so weiter. Und dann die Dinge nach und nach beruhigen. Von der groben Vorstellung des Wahrnehmung des Körpers hin zur feine Winde durch die Fasern spülen und Gefühl von, na, am Anfang tun die Knie weh, schmerzhaftes Gefühl, dann kommt Piti, überschäumendes Glücksgefühl, dann ein stilles Glücksgefühl mit immer mehr Upeka. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass mit Gleichmut zieht er sich diese ganzen Dinge an. Auf dieser Stufe die Vision, die Leute haben, die schon in diesem Gefilden unterwegs waren, ist das Chitta-Nimitta hinterm Vorhang, sage ich mal. Also es ist noch nicht so ganz da, aber es ist irgendwie schon so zu erahnen, dass es jetzt so langsam am Anrollen ist. Und Chitta-Nimitta ist die nächste Stufe. Ich werde einatmen und dabei den Geist erleben und beim Ausatmen den Geist erleben. Das heißt, in irgendeiner Weise präsentiert sich jetzt Chitta, das Herz, selber dem Meditierenden. Oft ist es ein optisches Bild, weil wir visuelle Menschen sind. Es kann aber auch was anderes sein. Die fünf Sinne ziehen sich immer mehr zurück von der Außenwelt. Wir schenken dem immer weniger Beachtung. Chitta in diesem Zusammenhang ist uns immer noch ein Gegenüber. Das ist immer noch ein Objekt, was wir erleben. Da ist immer noch keine vollkommene Verschmelzung da. Aber wir haben ein Erleben, was sehr still ist, und mal schauen, ob ich den mit Bedrohung in dem Zusammenhang finde. Wenn sich der Geist nach außen streckt, wird Leid erweckt. Als Frucht aus diesem Außenlauf tritt Leiden auf. Der Geist, sich selber zugewandt, wird Pfad genannt. Die Frucht, wenn Geist den Geist erkennt, ist Leidensend. Das ist auch von einem Meister der Waldtradition. Also die dritte Grundlage der Achtsamkeit ist ja die Betrachtung des Geistes, des Herzens. Und auf dieser Stufe wird es richtig echt, wird es richtig ernst. Vorher kann man auch den Geisteszustand betrachten, zerstreut, nervös, ausgedehnt, wie auch immer. Aber auf der Stufe sieht man plötzlich seinen Geist vor dem geistigen Auge. Ich werde den Geist erfreuen beim Ein- und Ausatmen. Dieses Nimitta wird in der Kommentartradition auch Lernen oder Aufnehmen Nimitta genannt, hat eine unglaubliche Faszination. Es ist ein Bild von großer Strahlkraft. Und je mehr ich mich darauf einlasse, ohne danach zu greifen, desto mehr, das ist jetzt wieder eine Wahrnehmung, die kann bei jedem anders sein, zieht es einen in die Mitte, zu dem hellsten Punkt. Und es wird immer strahlender. Und aus dem Mittelpunkt kommt das Gleiche nochmal in besserer Qualität. Es wird immer heller, immer schöner. Darf ich kurz nochmal fragen? Diese Visionen, von denen du vorhin gesprochen hast, das sind wirkliche Bilder. Und das, was jetzt ist, das sind quasi mehr so Farben oder Lichter oder Genau. ist, Ja, also wirkliche Bilder in dem Sinne, dass es aus der Erscheinungswelt. Irgendwas aus der Erinnerung ist. Dieses Nimitta, von dem ich jetzt spreche, bezieht sich auch noch irgendwie auf den Sehsinn oder auf vielleicht, Lhunpo Somedo spricht vom Klang der Stille. Ich nehme an, da meint er was Ähnliches damit.
Es könnte auch ein Berührungsempfinden sein. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was sehr still ist, was sich nicht mehr bewegt. Und was alles überschreitet, was wir mit unseren normalen Sinnen eigentlich sehen oder erleben können. Die nächste Stufe, den Geist konzentrieren. Das ist, manche erleben das so, dass das Nimitta einen plötzlich umschließt. Andere wiederum erleben es so, als ob sie hineingezogen werden, wie in ein schwarzes Loch, nur dass es nicht schwarz ist. Vielleicht gibt es auch Leute, bei denen es schwarz ist, weiß ich nicht. Das ist der Moment, wo sich der Geist voll sammelt und auf sich selbst zurückfällt. Das ist der Moment, wo es Nimitta zum Gegenbild wird, Patibhaga Nimitta, was Lumpu Man so beschreibt. Durch Weisheit erlangt, Patibhaga Nimitta, das ist schon mal interessant, ne? Durch Weisheit erlangt, nicht durch reine Konzentration. Da muss Weisheit schon im Spiel gewesen sein, um dahin zu kommen. Durch Weisheit erlangt Patibhaga Nimitta, die Höhe des Chitta, der leuchtende Geist, mit Macht sich zu wandeln in Leerheit des Raumes, sich fern jedes Traumes als Wunder erweist. Die Befreiung des Geistes, ich werde ein- und ausatmen, den Geist dabei befreien. Manche sagen, sie verschmelzen mit dem Licht, andere sagen, sie brechen durch das Licht hindurch. Das Ergebnis ist das gleiche, diese Gegenüberstellung von Betrachter und Objekt hört auf, wird eins. Die volle Sammlung. In dem Moment ist die Sinnesphäre vollkommen überschritten. Man kann nicht sagen, die Sinne sind ausgeschaltet. Manche Leute glauben immer, wenn man volle Sammlung erlangt, dass da irgendwie so ein Licht ausgeknipst wird. Aber die Dinge sind hinterm Horizont. In der ersten Sammlung ist Hörempfinden. Höreindrücke sind hinterm Horizont und wenn irgendwie was sehr laut zerstörend ist, kann das über den Horizont hinüberreichen. Aber normalerweise, nur es ist nicht ausgeschaltet, es ist kein Blackout oder Whiteout oder was auch immer. Es findet keine Bewegung mehr statt. Die nächste Stufe ist, ich werde einatmen und Vergänglichkeit betrachten. Um etwas vollkommen zu verstehen, zu durchschauen, das Wort Parinya, völliges Durchschauen, heißt eigentlich rundherum wissen. Das heißt, ich muss das Ding von außen betrachten können. Um etwas zu verstehen, wirklich zu verstehen, muss ich über es hinausgehen. Um die Sinnesphäre, um die Vergänglichkeit des Erlebers als in der Sinnesphäre zu verstehen, muss ich darüber hinausgehen. Dann kann ich Vergänglichkeit betrachten beim Ein- und Ausatmen. Also ich verstehe das jetzt auch so, dass damit die Betrachtung gemeint ist beim Wiedereinsetzen, beim Wiedereintauchen sozusagen in der Erdatmosphäre. Das, was vergänglich ist, was ich tatsächlich als vergänglich sehe. Ich meine, gut, ich kann nach draußen schauen und alles vergeht, die Blätter fallen, aber ich kann nicht sehen, dass dieser Erleber, der dahinter steht, vergänglich ist. Weil der ist ja immer da. Der steht immer hinter dem Ding. Alles bewegt sich, aber der stille Erleber steht dahinter. Aber wenn sich der Erlebensmodus ändert, wenn mir alles, diese Welt weggenommen ist und eine andere Welt gegeben wird, dann hat sich dieser Erlebende in dem Moment auch verändert. Dann kann ich ihn von höherer Warte sozusagen betrachten. Dann kann ich seinen Hintergrund betrachten. Deswegen sagt man auch zu dieser vierten Tetrade Dhammanupassana, Dinge betrachten. Was ist denn ein Ding? Wodurch wird ein Ding zum Ding? Durch seinen Hintergrund, durch das, was es nicht ist. Wenn alles gleich wäre, gäbe es keine Dinge. Es gibt nur Dinge dadurch, dass es Unterschiede gibt. Diese Lampe existiert als Lampe nur dadurch, dass sie auf etwas steht, was keine Lampe ist. Deswegen Dhammanupassana. Und wenn ich Vergänglichkeit sehe und diese Welt mit ihren vergänglichen Dingen an sich ist ja etwas, was immer für mich da ist, diese Sinneswelt. Die hat ihren Reiz, die bestätigt, dass es mich als den Besitzer dieser Welt gibt, als Erleber dieser Welt gibt. In dem Moment, wo ich die Vergänglichkeit dieser Welt sehen kann, verliert sie ihren Reiz. Und das ist genau diese, was ich hier als Lossagung ein bisschen blass übersetzt habe, was eigentlich verblassen bedeutet. Fading away like his dad's best jeans. Also dieses farblos werden bedeutet das Wort tatsächlich wortwörtlich. Ich werde einatmen und dabei das Aufhören betrachten. Das ist die Gesetzmäßigkeit der Gesetzmäßigkeit sozusagen. Das Aufhören der Identifikation mit den Dingen, die ihren Reiz verloren haben.
Und die letzte Stufe, das Loslassen oder Lockern, ist das Loslassen dessen, der loslässt. Also auch nicht mal mehr Identifikation mit diesem Vorgang des Loslassens. Loslassen, das Loslassen des Uninteressanten, könnte man sagen. Ich habe gesagt, Anapanasati ist ein Hologramm. Also das, was ich jetzt erzählt habe, ist eine gewisse Struktur, die in jeder Tetrade zu finden ist. Die Struktur ist, erster Punkt, betrachten. Ich atme lang ein, heftig ein. Das zweite ist ein subtileres Betrachten, dadurch, dass ich genauer hinschaue. Wird das, was ich anschaue, subtiler, der Atem wird feiner. Das dritte ist die Gesetzmäßigkeit erkennen oder verstehen, dass der Atem eigentlich der Körper, dass das eins ist. Und der vierte Schritt ist das Überwinden, das darüber hinausgehen, das Transzendieren. Das gleiche gilt in der zweiten Tetrade. Ich betrachte Piti. Ich betrachte Piti genauer, dann wird es zu Sukha. Ich erkenne, dass das eine Gestaltung des Geistes ist und ich beruhige die Gestaltung des Geistes, ich gehe darüber hinaus. Ich erkenne den Geist, ich erkenne ihn subtiler, er wird immer leuchtender. Ich erkenne die Gesetzmäßigkeit, dass die Natur des Geistes ist, sich zusammen zur Einheit zu streben, wenn man ihm eine Chance lässt. Und die Befreiung des Geistes, das darüber hinausgeht. Ich erkenne Vergänglichkeit, ich erkenne sie genauer, indem ich sehe, dass das, was vergänglich ist, eigentlich verblasst und uninteressant ist. Ich sehe die Gesetzmäßigkeit, dass das, was uninteressant ist, etwas ist, von dem ich mich dann abwende. Und ich gehe sogar noch darüber hinaus. Diese Struktur taucht in allen vier Tetraden auf. Und ich kann sie auch über alle 16 Schritte hinaus erklären, wie ich es gerade getan habe. Das Gleiche finden wir, wenn wir die vier Grundlagen der Achtsamkeit betrachten. Ich habe zuerst, als ich das gelesen habe, nicht verstanden, warum, wie der Buddha das begründet. Warum bei den ersten vier Atembetrachtungen das ein Körper ist. Weil es ein bestimmter Körper unter den Körpern ist. Gut, das lässt sich noch einsehen. Warum ist aber es in den nächsten vier ein Gefühl? Und er begründet es, es ist ein bestimmtes Gefühl unter den Gefühlen, wenn man das Ein- und Ausatmen genau verfolgt. Also genauer hinschauen, subtiler hinschauen, ein subtileres Objekt. Weil jede Körperempfindung, die wir haben, hat, könnte ich einmal sagen, ist Körper, aber ich kann auch sagen, es ist ein Gefühl. Jetzt tut mir so langsam der linke Fuß weh. Also ich kann sagen, das, was ich hier empfinde, ist einmal mein Fuß und es ist ein schmerzhaftes Gefühl. Also die zwei Sachen sind nicht voneinander zu trennen. Aber wenn ich genauer hinschaue, kann ich das Gefühl betrachten. Wenn ich nicht so genau hinschaue, sage ich, es ist mein Fuß. Das nächste wäre dann die Gesetzmäßigkeit erkennen und verstehen. Da begründet er, warum das Geistbetrachtung ist. Ich sage nicht, dass die Entfaltung der Achtsamkeit auf dem Atem in einem stattfindet, der vergesslich ist, der nicht völlig wissensklar ist. Wieso ist das dann Geistbetrachtung? Ja, Wissensklarheit heißt die Zusammenhänge erkennen. Wissen, was los ist. Nicht vergesslich sein heißt, den Bezug herstellen, zum Beispiel auch mit dem, was ich schon erfahren habe. Die Praxis findet zwar in der Gegenwart statt, im jetzigen Augenblick, aber ich kann nicht sagen, jeder Augenblick ist für mich neu. Dann wäre ja Fortschritt in der Praxis nicht möglich. Und die vierte Begründung, warum sind die letzten vier Atembetrachtungen Geistesobjekt oder Dingbetrachtung? Nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat, betrachtet er Geistesobjekte als Geistesobjekte. Nachdem er Überwinden von Habgier und Trauer mit Weisheit gesehen hat, sieht er mit Gleichmut genau zu. Aus diesem Grund ist es Geistobjektbetrachtung. Um etwas überwinden zu können, muss ich erst den Gleichmut haben. Denn die vierte Stufe ist ja das, was ich gesagt habe, ist das Überwinden. Muss ich Gleichmut haben. Solange ich noch Abneigung und Zuneigung habe, kann ich etwas nicht überschreiten. Wenn ich etwas loswerden will, ist das Abneigung. Dann kann ich es nicht überschreiten. Wenn ich mich an etwas klammere, dann ist es Begierde. Kann ich es noch nicht überschreiten. Erst wenn ich mit Gleichmut zuschaue,
kann ich Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigen und dann kann ich loslassen. Das ist der Unterschied zwischen loslassen und wegschieben wollen. Und das ist wirklich eine fundamentale Message. Und die Frage ist mir schon so oft gestellt worden, Tan Metiko, kannst du mal was über Loslassen, kannst du mal Loslassen erklären? Und das ist, was die Leute beschäftigt und was auch irgendwie so ein roter Faden in meiner eigenen Praxis ist. Ne? Immer mehr zu verstehen, was dieses Loslassen bedeutet. Und je besser man das versteht, desto besser funktionieren diese ganzen Schritte und Tetraden und Hologrammstückchen. Wenn das ein Hologramm ist, dann müsste ja eigentlich diese Viererstruktur auch in jedem einzelnen Schritt enthalten sein. Ne? Und ich sage, ja, es ist so. Und warum? Weil jeder Schritt, jeder dieser 16 Schritte besteht aus Einatmen und Ausatmen. Und das werde ich jetzt aber nicht näher erklären, sondern das könnt ihr mit nach Hause nehmen als Koan, als Hausaufgabe. Die Frage ist, muss man denn das alles wissen, was ich jetzt so erzählt habe? Das war ja im Grunde auch nur mein Senf, den ich dazu gegeben habe. Aber das, was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Prinzip, einen Zusammenhang zu sehen, hinschauen, genauer hinschauen, verstehen, überwinden. Das ist ein roter Faden, der richtig die Praxis zieht, wenn die Praxis richtig läuft. Ich habe auch versucht zu erklären, wie die verschiedenen Einsichten und diese Stadien der Geistesruhe untrennbar miteinander verbunden sind. Weit jenseits der Worte kann man noch Einsichten haben, Dinge erkennen. Auch nur, wenn ich vielleicht hinterher erst das zu Papier bringe und einen Vortrag drüber halte oder so. Dann setzt natürlich das Denken wieder ein. Dann ist natürlich auch, diese Dinge sind dann nicht präsent in dem Moment. Das ist Erinnerung. Aber die Einsicht findet auch dann statt, wenn der Geist sehr, sehr still ist. Muss so sein, kann nur so sein. Das ist genau der Punkt, an dem ich jetzt während dieses Vortrages ein bisschen hing, dass ich mir dann so dachte, wenn es in dem Moment bei dir präsent ist, wenn du dir das Tempo erlaubst, von dem, worüber du sprichst, das in dem Moment auch wirklich zu bereisen mit deinem Geist, dass das dann auch wahrscheinlich ein Tempo ist, mit dem wir als Zuhörende mitreisen können. Also nochmal anders mitreisen können, als wenn es jetzt ein anderes Tempo ist. Das war so das, was man jetzt dazu. Es ist tatsächlich eine Erinnerungsreise, weil meine Notizen sind äußerst spärlich. Ja, ich rede jetzt, wie lange rede ich jetzt schon? 1,5 Stunden oder so. Und es sind nur ein paar Stichworte. Also ich habe jetzt die Stichworte und dann mir wieder das herrufen müssen. Und man kann natürlich einer authentischen Präsentation überhaupt nur folgen. Ja, wenn ich mir was aus den Fingern sauge, dann besteht überhaupt keine Möglichkeit, da mitzugehen. Aber wenn ich dir jetzt sage, wie lange diese Reise bis zu diesem Papier gedauert hat, 15 Jahre. Und die hat deswegen so lange gedauert, weil ich diesen Hologramm-Gedanken nicht hatte. Und ja, ich kam halt, am Anfang hatte ich solche Bücher hier, diese scholastischen Dinger, gut, die habe ich dann relativ schnell über Bord geworfen. Dann kamen authentische Sachen, die aber Kochrezepte präsentiert haben. Da hat jemand geschrieben, wie es bei ihm funktioniert hat, ganz im Detail. Und es hat mich zum Teil sehr angesprochen, weil es teilweise mit dem übereingestimmt hat, wie es bei mir war. Aber hat mich selber blockiert, weil ich dann immer da gesessen war und habe gedacht, ist es noch so wie in dem Buch? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Was kommt jetzt als nächstes? Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, hey, nee, das ist kein Loslassen. Dieses bestimmte Dinge ausschließen, da habe ich vor einem Monat ungefähr oder 6 Wochen drüber gesprochen, nicht starren, das Meditationsobjekt nicht so packen, sondern einfach
das andere wie so einer Zentrifuge, das also raus, aber nicht wegschieben. Sich so reinsaugen lassen, aber nicht irgendwie, nicht diese Herangehensweise. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein roter Faden in der Praxis und das ist etwas, wo ich persönlich gerungen habe und weiter ringe und viele Menschen ringen, ist dieser Unterschied zwischen loslassen und loswerden wollen. Und auf irgendetwas hinzustieren, ne? Auf irgendein Meditationsobjekt, auf die Stille, was auch immer. Das ist genau die Kehrseite von dem Wegschieben von dem, was nicht dazu gehört. Aus dieser Lehre daraus zu ziehen, dass Samadhi unverzichtbar ist, aber zusammengehen muss mit der Einsicht, dass ich nicht nur einfach hier Samadhi, 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 sondern auch angucken, was passiert da? Wie fühlt sich das an? Was passiert da in mir? Das ist jetzt nicht unbedingt mies machen oder die Früchte der Geistesruhe verderben, ganz im Gegenteil. Genießen. Die Sachen genießen, das ist auch genau hinschauen. Aber auch zu wissen, dass man jetzt genießt und dass das vergänglich ist, dass dies von Bedingungen abhängig ist. Wenn ich sage loslassen, heißt es nicht der Spruch, den wir schon ein paar Mal gehört haben, kein Ding ist der Mühe wert. Das stimmt nicht. Es ist eine Praxis, Energie ist einer von diesen Erwachensfaktoren. Es ist anstrengend, man muss sich aufraffen. Und der Weg zur Befreiung ist das Ding, was der Mühe wert ist. Also wenn ich so eine alles egal und alles loslassen, dann komme ich auch nicht weiter auf den Weg. Ja, der abschließende Rat, fast möchte ich sagen, ist, nachdem wir diese Sariputtas nicht mehr haben, sich selbst auch ein bisschen zu trauen, aber wirklich mit Umsicht vorzugehen. Umsicht ist so ein ganz wichtiger Faktor in der Praxis, dass man nicht meint, ich müsste jetzt irgendeinen bestimmten Aspekt der Praxis, es gibt ja Samadhi, es gibt Weisheit, es gibt Energie, es gibt Vertrauen, Achtsamkeit, auf irgendeinem diesem Ding da jetzt besonders rumhacken und besonders viel Energie wieder reinsetzen, besonders anstrengen, sondern mit Umsicht schauen, was ist notwendig. Aus allem lernen, wirklich auch bereit sein, Fehler zuzugeben und dann aus diesen Fehlern zu lernen. Zu schmunzeln, wenn man feststellt, ach, mal wieder reingetappt. Das ist auch ein Aspekt von Umsicht. Gründliches Betrachten, weises Hinwenden. Yoniso Manasikara, Apomada, Yoniso Manasikara. Das ist die Dinge, egal was wir betrachten, auf die vier edlen Wahrheiten zurückführen. Da ist Leiden. Nicht in Fragen von, wo stehe ich dazu? Was passiert mir jetzt gerade wieder? Und edle Freundschaft. Mir Leute suchen, mit denen ich gute Gespräche führen kann. Auch wenn es keine Sariputtas und Revatas und Mahakapinas sind. Leute, wo ich weiß, die könnten mir auf dem Weg weiterhelfen oder von denen ich annehme, die könnten mir auf dem Weg weiterhelfen. Das auch überprüfen. Aber diesen Austausch mit anderen nicht unterschätzen und wertschätzen. Das sind sozusagen die drei Ersatzlehrer, die wir heutzutage haben. Denn das ist die Botschaft, mit der Anapanasati Sutta angefangen hat. So tief wie die Lehre des Buddha ist, du brauchst noch irgendwie so ein Interface, du brauchst noch so Stellen, wo du da andocken kannst. Es genügt nicht, einfach jetzt mir schöne Gedanken drüber zu machen, das zu lesen. Ja, ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelungen ist, rüberzubringen, wie vielschichtig das ist, wie viel da drin steckt, zwischen den Zeilen, über den Zeilen, unter den Zeilen, sich anzustrengen, darum zu ringen, was daraus zu lernen. Und ich behaupte nicht, dass ich jetzt fertig bin mit der Lehrrede. Ich bin jetzt fertig mit meinem Vortrag.
und hoffe, dass ihr morgen an Pfingsten der Heilige Geist euch überkommt und ihr alle schnell Erleuchtung erlangt. So, wenn es weitere Fragen gibt. Ja. Ja, was war das für ein Buch, aus dem diese kurzen Zitate stammen? Dieses hier, Grundloses Herz. Geschichte und Gedichte der Tradition thailändischer Waldmönche. Ist nicht im Buchhandel erhältlich, kannst du hier haben. Magst du Vers? Magst du Vers? Ja, es spricht mich an. Ne? Also ich habe da so schon eine ganze Weile so eine generelle Frage. Und zwar, wenn es um das Loslassen von Leid geht, dann wie ist es denn mit Essen? Weil in dem Moment, wo ich esse und Hunger verspüre, klar kann ich den Hunger hinausschieben, aber tendenziell die Fähigkeit, nicht mehr essen zu müssen, ohne dabei den Körper, also ohne sich dabei zurückzuziehen und weniger zu tun, sondern das Gleiche zu tun wie sonst auch, wonach eben die Lust oder das Empfinden entspricht, und aber den Zustand zu erreichen, sich vom Essen zu lösen, sozusagen das Essen als größte Sucht, als die Sucht, die in meinen Augen sehr viel Leid bringt, wenn es eben gerade nicht da ist, das Essen, oder? Wie ist das denn mit dieser Lichtnahrung? Ne? Es gibt ja sozusagen Menschen, die das machen. Mhm. Und ich frage mich, wie sieht das denn, warum hat es den Buddha nicht so, sozusagen, wenn das möglich ist, auch für jemanden, der nicht rund um die Uhr meditiert, wieso ist das da jetzt nicht so ein großer Bestandteil der Lehre oder überhaupt? Also ist das da nicht ja, so also gegeben? Einmal können sich nicht viele Leute von Lichtnahrung ernähren. Mhm. Also der Buddha spricht ja selber, vor seinem Erwachen sind die Devas zu ihm gekommen und haben gesagt, hör mal, wenn du nicht mit Fasten aufhörst, werden wir ihm diese Lichtnahrung in deine Poren eingießen und dann hat er eben gesehen, dass das im Prinzip auch keine Lösung des Problems ist. Und der Buddha spricht von vier Arten von Nahrung, wobei die Nahrung zum Erhalten des Körpers auch eine wichtige Sache zu durchschauen ist, aber überwinden eben durch Erkennen, nicht einfach, indem ich mir die Nahrung verweigere. Das war eine Lektion, die hat er schon gelernt, bevor er Buddha geworden ist. Da, wenn dich da interessierst, da gibt es einen Vortrag von mir, der heißt Gefräßigkeit. 1,5 Stunden Antwort auf deine Frage. Aber es für Laien wird empfohlen, die Essensbetrachtung durchzuführen, wie sie in der Küche ausgedruckt ist. Um einfach schon mal einen weiseren Umgang mit der Nahrung zu haben, die wir zu uns nehmen müssen. Und für Mönche gibt es also, weiß nicht wie viele Regeln, die sich mit dem Essen beschäftigen. Und in der Waldtradition, aus der wir stammen, gibt es auch noch extra Praktiken, dass wir zum Beispiel aus einer Schale essen. Da kommt alles in die Schale rein. Dass eben der Aspekt, dass das eben Materie ist, um den Körper im Leben zu erhalten, immer mehr in den Vordergrund rückt und dieser Suchtaspekt immer kleiner wird. Weil man natürlich dadurch nicht überwinden kann. Man kann ihn wirklich nur durch Erkennen, durch Verstehen überwinden. Aber hör dir den Vortrag an, ist auch gut. Weil ich habe halt bisher noch nicht davon gehört, dass Buddha überhaupt Lehren darüber gegeben hat. Über Nahrung, doch sehr viel. Über Lichtnahrung, also dass er das überhaupt in Betracht, dass er den Menschen offenbart hat, dass das... Dass Lichtnahrung gewinnt ist, oder was? Also ich kenne nur dieses eine Beispiel, wo er eben selber, bevor er ein Buddha geworden ist. Ja. Aber ansonsten kenne ich kein Beispiel, dass das irgendwo nicht so was auftaucht. Aber ich habe gehört von Leuten, die das können, wobei vielleicht sind auch Betrüger dabei, weiß ich nicht. Der löst ja doch ein bisschen. Kritisch, ja. Es ist also ist teilweise sehr kritisch. Ja. Gibt es Leute, die dann untersucht worden sind, wo es dann rausgestellt hat, dass das eigentlich nicht funktioniert. Mhm. Also wirklich funktioniert. Aber ich habe es nicht überprüft. Aber es gibt noch ein Beispiel von Lumpu Chop, der von Deva Nahrung bekommen hat, wobei nicht klar ist, ob das nicht doch materielle Nahrung war, nur eben von einem Deva. Oder also es war jedenfalls keine normale Nahrung nach der Geschichte. Aber es spielt
in der Buddha-Lehre deswegen keine große Rolle, weil zwischen feinstofflicher und grobstofflicher Nahrung kein prinzipieller Unterschied ist. Also der Unterschied ist vielleicht, dass man von grobstofflicher Nahrung schneller Dickdarmkrebs kriegt oder sowas, aber... Weil die grobstoffliche Nahrung aus feinstofflicher Nahrung besteht, was ist das? Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber von feinstofflicher Nahrung, würde ich mal sagen, kriegt man keinen Dickdarmkrebs, weil die nicht im Enddarm lange rumfault und gärt. Nee, es wird dann, Metzigo gerade sagt, es geht, der spricht von vier Arten von Nahrung. Ja? Nahrung zu überwinden, Nahrung zu verstehen, ist das Ziel der Sache. Es geht nicht darum, eine Nahrung für eine andere auszutauschen. Selbst wenn es eine subtile ist. Der Buddha sagt, du musst Nahrung verstehen. Und wenn du, klar, es gibt Leute, die mögen Lichtnahrung zu sich nehmen und darüber Verständnis entwickeln. Aber du kannst auch über die grobstoffliche Nahrung oder über überhaupt die generellen anderen Formen von Nahrung Verständnis entwickelst, dann kann das zu diesem Loslassen führen. Also es geht nicht darum, innerhalb dieses Systems, das ist auch so ein Thema, was hier immer wieder auftaucht, weil es sehr wichtig ist, es geht nicht darum, innerhalb des Systems oder innerhalb dieser Welt irgendwas zu perfektionieren. Und du benutzt diese Welt, schaust sie dir an, du schaust sie dir tiefer an, du verstehst sie, du überwindest sie. Ja, darum geht es genau, was Tamediko gesagt hat, wo es rum eigentlich geht, diese Stufen. Diese Bereitschaft hinzuschauen, diese Bereitschaft noch tiefer hinzuschauen, dann zu untersuchen, zu verstehen, und durch dieses Verständnis lässt du los. Letztendlich spielt es keine Rolle, ob Licht Nahrung ist oder ob es irgendwie eine Pizza ist. Es ist einfach nur Nahrung. Ich stelle mir Licht Nahrung langweilig vor. Ich kenne einen guten Freund von mir, Mönch, der hat immer gesagt, wenn es doch diese Astronautenpille oder so, dann könnte ich mir dieses ganze Essen sparen und nur diese Pille einmal am Tag nehmen. Aber das ist halt auch eine Form von Anhaftung. Dann haftest du halt an deiner Astronautenpille an. Ja. Also das, was der Buddha sagt über das Durchschauen von Nahrung, gilt natürlich für Lichtnahrung und grobe Nahrung gleichermaßen, weil beides noch Sinnesbereich ist. Also da ist gar kein Unterschied von, was das Verstehen angeht, weil der Buddha sagt, wenn du Nahrung verstanden hast, die also den Körper ernährt, dann kannst du bis zur dritten Stufe des Erwachens kommen. Und wenn du die anderen, die geistige Nahrung, nämlich Kontakt zwischen ich und der Welt, was war das? Geistiges Wollen und Bewusstsein. Bewusstsein ist Nahrung für sich selbst, setzt sich selbst fort. Wenn du die verstanden hast, dann erlangst du volle Befreiung. Aber natürlich, solange ich noch Anhaftung habe an die grobstoffliche Nahrung, dann ist der Weg noch sehr weit. Langsam an Leute anzugehen. Das muss schon sehr schlecht sein. Boah, 10 Uhr tatsächlich. Noch eine kurze Frage. Ups, ja? Ist es für diese feinstoffliche Nahrung und die grobstoffliche Nahrung, heißt es, ist es so, kann man sagen, als 100% und ihr dürft ja nur einmal am Tag essen, ne? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Was ist die Frage? Wir essen einmal am Tag, also ich esse einmal am genau. Tag. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt zweimal am Tag esse und die 50%, wenn ich jetzt als Laie nur einmal am Tag essen würde, ne? Die 50% feinstoffliche Nahrung, wie kann ich jetzt die erreichen, ohne jetzt nett zu sein? Kann ich das auch als Laie oder geht das nicht? Wenn ich mir das Ziel setze, würde ich auch nur einmal am Tag essen. Also ich weiß es nicht, aber jetzt kommt mir der Verdacht, dass ich früh wahrscheinlich feinstoffliche Nahrung zu mir nehme, weil ich es gar nicht so abnehme. Ich habe ein bisschen zugenommen. Oder wie habt ihr dieses Ziel erreicht, dass ihr nur einmal am Tag essen könnt? Ja, ordentlich spachteln, das muss schon eine große Portion sein. Das ist schon mal her. Und meine Schale ist größer. Ist das eigentlich eine Empfehlung, oder?
Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber Essen ist irgendwie lästig. Also, wenn ich so dran denke, früher also bin gerne in gute Restaurants gegangen, habe gerne selber gekocht. Also das jetzt so zu sagen, weiß ich, dass das komisch klingt, aber es ist tatsächlich so. Aber ich höre da jetzt so ein bisschen raus, als müsste man jetzt diesen Ausfall, diese Ausfallquote mit, was haben wir jetzt gesagt, geistige Nahrung, feinstofflicher Nahrung irgendwie ersetzen. Und dem möchte ich eigentlich da jetzt mal widersprechen, weil ich meine, das geht ja, das einmal Essen geht ja los in dem Moment, wo du Mönch wirst, oder wo du, ne? Ist ja nicht, als wenn du bis dahin schon halb erleuchtet bist und irgendwie feinstoffliche Nahrung über die zweite Vertiefung oder die vierte Vertiefung zu dir nimmst. Der Buddha hat gesagt, es ist ein Segen, nur einmal am Tag zu essen. Versuch's einfach, probier's aus. Das heißt, ich möchte damit den Leuten empfehlen, das von Zeit zu Zeit ausprobieren. Der Buddha hat gesagt, jeder Buddhist, ne, der sich als praktizierender Buddhist versteht, dem empfiehlt er, ne, einmal in der Woche, nämlich an diesen Mondtagen, auch nur einmal am Tag zu essen. Weil er nämlich dann so lebt wie die Arhats oder die Praktizierenden. Und dann hält er eben nicht nur die fünf Tugendregeln, sondern darüber hinaus eben auch die, wo es ums Essen geht. Und dann widmet er sich eben an diesem Tag, ne, stärker der Meditation und kriegt vielleicht dadurch ein bisschen geistige Nahrung. Ne, es wird ja auch Nahrung ist. Ne, diese Freude, Piti, ist ja auch eine Form von Nahrung in gewisser Weise. Und wenn ich gute Meditation habe auf dem Retreat, dann überlege ich mir morgen, habe ich mir oft damals in Thailand morgens überlegt, gehe ich jetzt Binderbad? Ne, bleib lieber sitzen und meditiere weiter. Ich wusste aber, wenn ich nicht auf Almosengang gehe, kriege ich auch nichts zu essen an dem Tag. Aber das war dann auch okay. Aber also das ist nicht so so ein Problem. Ich habe oft Retreats gelehrt, ne? In Singapur, Thailand oder Australien. Und da sind oft Leute, die kommen, weil auf den Retreats, die ich lehre, sage ich, sind immer die acht Tugendregeln sind Voraussetzungen. Ne? Dass es also nur bis um 12 Uhr was zu essen gibt. Ich meine, die haben da meistens ein kleines Frühstück noch. Ne? Aber die haben eine vernünftige Mahlzeit, ne? Ähnlich wie wir hier. Und dann nachmittags nichts mehr. Ne? Und da sind oft viele Leute, die kommen und sagen, oh, ich kann nicht und wie geht denn das und da traue ich mich nicht. Und dann beruhige ich den und sage, pass mal auf, ist echt kein Problem. Mach's einfach mal. Ausprobieren. Learning by doing. Trinkst dir nachmittags einen Saft oder isst dir ein Löffelchen Honig, was ja erlaubbar ist, und du wirst finden, das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Wenn du danach nach Hause kommst und sagt deine Frau zu dir, bist du auch gespannt geworden. Vielleicht noch ein Bonus-Effekt. Ja, okay. Also, machen wir Schluss. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādin svākato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Patipanno bhagavato savaka sangho sangham namah.